herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Marie, 17 Jahre alt und ich bin gerade mit Kulturwerke Deutschland in Spanien in Madrid. Und ja, ich bin jetzt seit 4 Monaten hier und ich freue mich darauf, euch so ein bisschen durch die nächste Zeit mitzunehmen. Und genau, heute ist der 10. Januar, mein zweiter Schultag, also wir hatten Ferien bis zum 9. Und ich habe mir gedacht, dass ich in diesem Video euch so ein bisschen von meinen Weihnachtsferien erzähle und euch so ein bisschen die Traditionen in Spanien erkläre und euch dann vielleicht noch so ein bisschen durch meinen Tag heute mitnehme. Mit Weihnachten. Am 24. Bin ich morgens mit meiner Gastfamilie zusammen wandern gegangen in den Bergen. Das war eine sehr coole Erfahrung. Also wir wohnen ein bisschen außerhalb von der Stadt, in einem Dorf in der Nähe, und von hier aus kann man auch die Berge sehen, und dann sind wir da aber mit dem Auto hingefahren und dann wandern gegangen. Also das ist jetzt keine spanische Tradition oder so, das haben wir einfach so gemacht. Und genau, dann sind wir gegen Nachmittags zurückgekommen und abends hatten wir dann mit der ganzen Familie ein großes Familienessen bei der Tante. Ja, das war auf jeden Fall sehr schön, dann konnte ich auch so die ganze Familie kennenlernen. Ich bin nämlich noch nicht so lange bei der Gastfamilie, wo ich jetzt bin, weil ich gewechselt habe. Ja, das war auf jeden Fall sehr schön. Also wir haben viel gegessen und danach geredet, es wurde noch getanzt und ja, das war eine sehr schöne Erfahrung auf jeden Fall. Dann Weihnachten mit Geschenken wird in Spanien am 25. gefeiert. Also dann, als wir morgens aufgewacht sind, haben wir nach dem Frühstück die Geschenke ausgepackt. Ja, also ich kann kurz erzählen, also ich habe von meiner Gastfamilie einen Pyjama, Socken und Hausschuhe bekommen, weil es hier im Haus teilweise ziemlich kalt ist. Man denkt, ich bin in Spanien und es müsste warm sein, aber hier ist der Winter auch ziemlich kalt und das ist ein Steinhaus hier, also relativ alt schon, und deswegen ist es dann auch mal relativ kalt. Ja, auf jeden Fall, so typisches Essen hier sind so Garnelen, aber so die größeren. Und ja, das haben wir dann gegessen und genau, dann natürlich noch typisch spanische Weihnachtssüßigkeiten. Da gibt es einmal Turrón, das ist so ein bisschen wie Schokolade. Auf jeden Fall super lecker. Und es gibt Polvorones. Und das ist so, ich würde sagen, es ist wie so eine Mischung aus Kuchen und Keksen. Das kommt in so kleinen Verpackungen. Und da gibt es dann auch viele Sorten. Und ja, dann kann ich auch noch mal kurz von Silvester erzählen. An Silvester waren wir wieder wandern. Morgens. Und also das ist jetzt nicht unbedingt eine spanische Tradition oder so, das haben wir einfach so gemacht. Und das war auf jeden Fall auch ganz cool, also wir waren woanders wandern. Und ja, als wir dann abends wieder zurückgekommen sind, haben wir Essen bestellt und zusammen die Zeit verbracht und dann auf Mitternacht gewartet praktisch. Und dabei halt spanisches Fernsehen geguckt. Und ja, also es gibt eine spanische Tradition für Mitternacht. Und zwar ist es hier so, dass man halt, wenn dann das neue Jahr beginnt, mit den 12 Glockenschlägen 12 Weintrauben isst. Also mit jedem Glockenschlag eine. Und ja, ich muss sagen, ich habe es nicht geschafft. Es ist ein bisschen schwierig, weil es schon viel ist. Und ja, ich mittendrin anfangen musste zu lachen. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr coole Tradition. War das so zu meinem Silvester. Also es gibt auch in Spanien Feuerwerk und so. Also jetzt in dem Dorf, wo ich gerade bin, war jetzt nicht so viel, aber in Madrid definitiv. Also klar, ist auch die Hauptstadt. Und ja, genau. Dann haben wir einfach noch so ein bisschen die Zeit zusammen verbracht. Ach so, genau. Ich wollte noch von einem Feiertag hier in Spanien erzählen, was so sehr spanisch ist, weil es das in vielen Ländern nicht gibt. Also in Deutschland auch nicht so wirklich. Und zwar ist es halt der Tag der Heiligen Drei Könige. Das wird hier in Spanien sehr groß gefeiert. Man könnte sagen, es ist so ein bisschen wie so ein zweites Weihnachten. Ich kann ja kurz erzählen, was wir gemacht haben. Also der Tag der Heiligen Drei Könige ist ja am 6. Januar. Es geht aber schon so mit den Traditionen am 5. Januar los. Und zwar waren wir abends dann uns eine Parade oder so eine Art Umzug anschauen. Und
ja, das war einfach in den Straßen. Das gibt es ja eigentlich in jeder Stadt, jedem Dorf. Und da fahren dann so Umzugswagen durch die Straßen und dann verkleiden sich die Leute. Also aus den Umzugswegen sind die Leute als die Heiligen Drei Könige verkleidet. Es ist ein bisschen wie Karneval, weil dann sozusagen so Süßigkeiten verteilt werden. Also die werden dann rausgeworfen aus den Wagen. Das war eine sehr coole Erfahrung. Das war der 5. Januar und am 6. Januar ist es dann auch so, dass morgens wieder gefeiert wird mit Geschenken. Und zwar wird dann sozusagen gesagt, dass die Heiligen Drei Könige nachts die Geschenke bringen. Genau, also das war interessant mal mitzuleben, weil man das aus Deutschland ja irgendwie gar nicht kennt. Aber ja, es ist definitiv eine gute Erfahrung. Und das war so, was ich so ein bisschen zu meinen Ferien erzählen wollte. Und ja, jetzt würde ich sagen, nehme ich euch noch so ein bisschen durch meinen Tag mit. Und genau. Okay, also ich bin jetzt gerade ein bisschen spazieren draußen und ja, im Hintergrund kann man den Sonnenuntergang so ein bisschen sehen. Und warte, ich kann euch das ja kurz einmal zeigen. Okay, also ich bin jetzt gerade auf dem Rückweg. Ich war noch kurz einkaufen bei Mercadona. Und zwar habe ich Brot, also Baguettebrot für meine Gastfamilie fürs Abendessen gekauft. Und ja, dann mache ich mich jetzt auf den Rückweg und muss dann noch ein bisschen lernen. Und genau, also die Süßigkeiten, die ich eben noch gefilmt habe im Supermarkt, das sind die, wo ich drüber geredet habe vorhin. Also halt so typisch spanisches Weihnachtsessen und ja. Okay, also wir haben jetzt gerade gegessen und ja, ich gehe jetzt auch gleich schlafen. Generell in Spanien essen wir immer sehr spät am Brot, also wir haben kurz nach 9 gegessen und jetzt ist es auch schon gleich 11 oder so. Deswegen mache ich mich dann gleich mal fertig und ich werde jetzt gleich vom Schlafen noch ein Buch lesen. Und zwar dieses hier. Das heißt Vida Sueño. Und das muss ich für meinen spanischen Unterricht lesen. Es ist relativ alt und es ist ein Theater. Ehrlich gesagt verstehe ich nicht ganz so viel, aber mit Übersetzer kriegt man das eigentlich hin. Und ja, mal schauen. Das war's dann jetzt eigentlich. Okay, ja, das war's dann jetzt auch mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch so ein bisschen was Neues erzählen oder zeigen. Und ja, wenn ihr interessiert seid an dem Thema Schüleraustausch, könnt ihr gerne hier noch weiter auf YouTube vorbeischauen oder auch auf Instagram, TikTok oder auf der Webseite. Und ja, dann hoffentlich bis zum nächsten Mal.